Damals hatte man Angst, dass dieser Permafrost die Fundamente zerstört. Und damit das nicht geschehen sollte, hat man Heizungen in die Fundamente eingelegt, damit das stabil bleibt. Für Katrin und Jonas sind die Klimaerfahrungen noch nicht zu Ende. Von der kleinen Scheidegg aus wollen sie zur Bergstation auf den 3700 Meter hochgelegenen Sphinxfelsen. Mit Europas höchstgelegener Eisenbahn geht es auf einer außergewöhnlichen Fahrt quer durch die Eiger Nordwand. Bereits im Zug geben Videos einen Vorgeschmack auf die überwältigende Landschaft rund um die spektakuläre Bergstation. Aber die Aussichtsterrasse der Sphinx empfängt unsere Wanderer mit Nebel und leichtem Schneefall. Auch mitten im Sommer kann es in dieser Höhe noch kalt und ungemütlich sein. Doch die Klimaerwärmung ist mittlerweile auch hier oben angekommen. Selbst in dieser Höhe verlieren die Felsen an Festigkeit und reißen. Täglich können die Touristen nun eine Klettertour des technischen Betriebsleiters Andreas Wiss beobachten. Er kontrolliert Sensoren an Stahlankern. Die Stahlteile müssen den Fels jetzt an vielen Stellen stabilisieren. Die Veränderungen werden eigentlich seit Anfang der 90er Jahre sehr deutlich. Es ist so, durch das Auftauen des Permafrostes droht die oberste Schicht des Fels abzustürzen. Und damit das nicht geschieht, haben wir jetzt 15 Meter lange Anker fixiert, damit das alles kompakt bleibt. Probleme mit dem Permafrost sind hier oben nichts Neues. In den 70er und 80er Jahren kämpfte man jedoch nicht mit der bedrohlichen Erwärmung. Im Gegenteil. Damals wurde es noch gefährlich kalt. Damals hatte man Angst, dass dieser Permafrost die Fundamente zerstört. Und damit das nicht geschehen sollte, hat man Heizungen in die Fundamente eingelegt, damit das stabil bleibt. Mittlerweile hat das Ganze gekehrt. Es ist so, dass wir zum Beispiel beim Sphinx, beim Liftschacht, eine Kühlung eingebaut haben, um den Permafrost zu halten. Damals hatte man Angst, dass dieser Permafrost die Fundamente zerstört. Und damit das nicht geschehen sollte, hat man Heizungen in die Fundamente eingelegt, damit das stabil bleibt.